Zum letzten Feierabendmarkt in diesem Jahr hatten sich Standbetreiber und Dülmener Bürger am Königsplatz ab 17 Uhr eingefunden. Das Wetter spielte mit, es blieb trocken. An rund 10 verschiedenen Ständen wurde Kulinarisches aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern angeboten. Neben Bier und alkoholfreien Getränken gab es griechischen Wein zu kaufen. Dazu spielte ein griechisches Duo Lieder aus Griechenland. Liebhaber von Hausmannskost fanden am Reibekuchenstand die richtige Verpflegung. Hier heute nur Reibekuchen. Und wir werden dieses Jahr auch auf dem Weihnachtsmarkt mit Reibekuchen hier sein. Ja. Wir stehen schon seit mehreren Jahren hier mit Creperie und Mandelwagen auf dem Weihnachtsmarkt. Und wie sieht die Erfahrung? Weihnachtsmarkt sehr gut und Stadtfeste. Die Firma Damhus Bratwurst aus Rosendahl-Holtwig war mit einem eigenen Imbisswagen auf dem Feierabendmarkt vertreten. Wir haben heute Corn Dogs, Möhreneintopf, Bratwurst, Currywurst, Krakauer. Also das, was da muss auch im Großteil selber produziert. Also ich höre von Kunden auch immer wieder, dass die sehr zufrieden sind mit der Damhuswurst und dass das ganz gut ankommt. Nach dem Essen einen Kaffee oder Cappuccino? Auch dafür war gesorgt. Ein Kaffeemobil erstellte verschiedene Kaffee- oder Teekreationen. Das ist eigentlich eine Kaffeearpe. Weil das Auto an sich ist ja eine Ape, ist ja dieses dreirädige, ja. Eine kleine. Und wo sind Sie überall vertreten? Hier im Münsterland auf Märkten? Münsterland, je nachdem. Also wir wollen uns spezialisieren auf Hochzeitscaterings, wo man dann fest uns buchen kann für 3 Stunden. Wenn wir dann wissen, wie viele Gäste, kann man auch entsprechend einplanen. Das ist eigentlich so das Ziel, da mal hinzukommen. Zu fortgeschrittener Stunde wurde es auf dem Königsplatz immer voller. Die Veranstalter von Dülmen Marketing planen auch im kommenden Jahr wieder Feierabendmärkte.